Moin und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute stelle ich euch BassOise Maxive Powerbank von BassOise vor. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Weiter geht's nach dem Intro. Ja, nochmal moin. Ja, das ist von der Firma BassOise. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Maxive Powerbank, 10.000 mAh. Und ich würde sagen, wir packen das erstmal gemeinsam aus. Ist das ja gut für alle Maxive-Geräte, also sprich iPhones. Aber ich denke mal eher an das neue iPhone 15, 15 Pro Max, die dann auch filmen möchten im ProRes. Hier seht ihr das. Das ist so ein bisschen ja, eingeprägt. Das gucken wir uns da mal genauer an. Denn wer im ProRes filmen möchte, braucht dann auch nicht nur eine externe Speichermöglichkeit, sondern wäre es auch ratsam, eine Maxive-fähige Powerbank zu haben. So, bevor wir uns das genauer angucken, hier seht ihr USB-C auf USB-C, finde ich auch sehr gut. Ja, hier sind irgendwelche Aufkleber mit irgendwelchen Marsmenschen, hätte ich fast gesagt. Ja, hier ist dann die Garantie. Hier ist die Bedienungsanleitung. Auch in Deutsch, Benutzerhandbuch. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja. Und dann ja, würde ich sagen, wir gucken uns das lieber an. Das ist viel wichtiger. Ja, ist nicht gerade leicht, aber richtig schwer ist es auch nicht. Ja, macht schon mal sehr süß. Ich versuche das mal mit dem Licht. Hier seht ihr diesen Maxive-Ring. Ich komme mal dichter ran. Ja, hier seht ihr die LED-Anzeige, der USB-C-Anschluss. Und dann seht ihr jetzt drei LEDs und ein bisschen blau, ein bisschen orange. Den zeigen dann den Akkustand. Wie gesagt, fühlt sich sehr wertig an. Hier ist es ein bisschen gummiert. Ja, hier ist Kunststoff. Wiegt gute 208 Gramm circa. Und dann, ja. So, dann kann man schön lange filmen. Wie ich schon gesagt, dann könnt ihr hier schön lange filmen und dann einfach mal hier so anklicken. Dann macht ihr es an. Dann könnt ihr das sehen, lädt gerade. Wie gesagt, hält auch richtig gut. Und wie gesagt, dann kann man schön filmen. Ja, macht einen sehr wertigen, guten Eindruck. Gut, wie gesagt, 208 Gramm ist schon nicht wenig. Das Telefon kommt noch hinzu. Wenn ihr dann noch ein ProRes filmt, dann hängt hier noch eine SSD-Festplatte dran. Aber man kann damit was anfangen. Und dann würde ich sagen, dann soll es das auch hier gewesen sein. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Ciao, ciao. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen hoch. Liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave.